Boah, ihr seid ganz schöne Gruselgestalten. Oh, lasst mich weg. Leute, Leute, damit ganz herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Risen 2 Dark Waters. Das, was wir vor uns sehen, ja, das sind wahrscheinlich die Tore Calderas. Ohne die Magier wäre es nie so weit gekommen. Ja, ja, schon klar. Der Hohe Und Rat hat richtig da gehandelt, wollen wir uns auch gleich mal ein bisschen umsehen. Dann haben wir hier Campbell. Aha, ein weiterer Flüchtling aus dem Reich. Wenn du Arbeit suchst, kannst du Kisten schleppen. Ich bin kein Flüchtling. Du kommst von der See? Du bist nicht der erste Pirat, der hier einläuft. Ja, whatever. Das hat sich gelohnt. Das hat sich echt gelohnt. Aber die Kristall... Was gibt's noch für Piraten? Was weißt du über andere Piraten? Garcia, der Captain, war bis vor kurzem in der Stadt. Maurigato hat ihn in den Hohen Rat gebracht. Und? Nichts und. Aus solchen Dingen halte ich mich raus. Der Hohe Rat kümmert sich um die Politik, ich kümmere mich um die Kisten. Okay. Was sind das für Kisten? Waren aus Takarigua. Vor allem Zucker. Alles wird genauestens geprüft und abgerechnet. Und es ist das erste Mal, dass hier die richtige Anzahl Kisten ankommt. Ich wollte es zuerst gar nicht glauben, aber es stimmt. Weißt du was? Darauf gebe ich einen aus. Ah, so einfach kommt er rum. Aber wenn wir schon sind, dann können wir uns auch gleich mal bei... Oh. Halt, kein Zutritt. Mein Herr Azzurro will nicht gestört werden. Dein Herr? Du bist doch ein Protektor. Du dienst doch der Inquisition. Das heißt, Inquisition. Wir fahren bald alle nach Arborea. Ja, und da gibt es dann einen neuen Krieg. Wenn der Hohe Rat Frieden schließt, ist dieser Albtraum endlich... Oh. Hey, was willst du hier? Ist das Maurigatos Haus? Dann lass mich durch. Du siehst nicht so aus, als hättest du einen Termin. Ich brauche keinen Termin. Ich glaube kaum, dass Herr Maurigato dich erwartet. Mein Anliegen ist bedeutend für Herrn Maurigato. Wenn er erfährt, dass du mich aufhalten wolltest, wird er nicht erfreut sein. Der ist ja schon gut. Ich mache ja nur meinen Job. Ha, die Investition in die Silberzunge hat sich gelohnt. Ja, die Inquisition. Aber wollen doch gleich mal gucken, ob wir irgendwo etwas kaufen können. Als Rekrut nach Arborea? Lopez. Warte mal, ich kenne dich doch. Du bist doch der Leutnant, den sie rausgeschmissen haben. Hat sich wohl rumgesprochen. Was haben sie erzählt? Wegen pflegelhaften Benehmens? Warst wohl zu oft betrunken, wie? Das wird sein. Zu viele Schlägereien. Oh, verstehe. Alles klar. Hier geht dir keiner auf den Sack. Oh, okay. Das ist nicht gut. Und? Wofür stehst du dir hier die Beine in den Bauch? Wir werben neue Rekruten an. Wenn du noch auf unserer Seite stehst, kannst du für uns werben. Glaubst du, ich bin dafür der Richtige? In harten Zeiten kann man nicht wählerisch sein. Dann. Warum sollte ich das tun? Wenn schon nicht aus Loyalität, dann vielleicht für Gold. Oh, Gold. Für jeden neuen Rekrut zahlt der Kommandant eine Prämie. Wie viel? Die würde ich dir glatt überlassen. Hm. Was sind geeignete Kandidaten? Ich glaube kaum, dass sich ein Diener oder der Schneider anwerben lässt. Versuch's bei den Bürgern und Arbeitern. Okay. Wie soll ich vorgehen? Einen über den Schädel ziehen und mitnehmen, das machen wir nicht mehr. Lass es ruhig angehen, sprich mit ihm. Ja, wenn genau. Wenn du drei Männer überzeugen kannst, sind wir im Geschäft. Ja, was mit Frauen? Was ist mit Frauen? In der Inquisition? Dann wären unsere Stuben wenigstens mal aufgeräumt. Das ist nicht so witzig, wie nee, du denkst. Nee, nicht wirklich. Ach, natürlich, klar. So habe ich das nicht gemeint. Aber das geht nicht. Wir haben keine passenden Uniformen. Einverstanden. Ich bin dabei. Auf jeden. Gut, wenn drei Rekruten bei mir unterschreiben, kriegst du deinen Lohn. Dann drücken Sie dir wenigstens eine Muskete in die Hand. Auch nochmal hier kurz reingucken. Ist hier jemand? Ah ja. Fernando. Warum störst du mich? Du siehst aus wie der Mann mit den Feuerwaffen. Ich bin der Mann mit den Feuerwaffen. Hi. Obwohl, eigentlich ist Meister Godin der Experte. Ich setze nur ein paar seiner Ideen um. Das ist ja alles schön und gut, aber ich möchte Waffen haben. Verkaufst du auch Waffen? An dich? Offiziell gehörst du nicht offiziell zu uns. Offiziell. Du kannst dir einen schriftlichen Antrag besorgen, den unterzeichnen und besiegeln lassen. Ich bezahle mit Goldmünzen. Das geht auch. Ah, na also, jetzt verstehen wir uns. Lass uns handeln. Kugeln. Jetzt haben wir abgesägte Kaperbüchse. Büchse, nicht Buchse. Mit was schießt denn die? Wahrscheinlich mit Schrot, oder? Ah, so gut ist das gar nicht.
Das überlegen wir uns mal. Ansonsten, so viel Tolles, wie er gedacht hat, war da gar nicht mit dabei. Was war denn da? Eine Piratendolch. So. Was haben wir hier hinten noch? Eine Kiste. Na, guck mal, schau, da bedienen wir uns doch gleich mal. So. Das war einfach. Aha. Oh, der Schwertgriff vom Wellentänzer. Alles klar, das ist pornös. Das wollten wir so. Sieht er das? Schon wieder so einfach. Aha. Na gut. Dann kann ich zwar noch überhaupt nichts anfangen, aber vielleicht werde ich mir später mal das Handwerk des Schmiedens, besser gesagt des Büchsenmachens, beibringen lassen. Ich habe mir lange genug den Buckel krumm gemacht. Geisterlinie, nehmen wir mit. Wir gehen aber nochmal hoch in die Stadt und gucken dort mal. Wenn der Hohe Rat Frieden schließt, ist dieser nach einem geeigneten Händler, der uns vielleicht mal ein paar neue Waffen verkauft. Wer haben wir denn hier? Mein Mann, sie hallo Porsodino, mein Name ist Fidel. Tritt näher. Ich besitze Waren aus aller Welt. Piratensäbel, Früchte aus Arborea, Papageien aus Takarigua. Was kann ich dir anbieten? Wie läuft das Geschäft? Ach, die meisten Leute wollen nur den Zucker aus Takarigua. Und darauf hat Maurigato das Monopol. Ha! Und das nur, weil er im Hohen Rat sitzt. Ja. Erzähl mir mehr über Maurigato. Er hat sogar einen Pirat in unsere Stadt gelassen. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Ist ja unglaublich, ein Pirat. Nein. Ein fieser Kerl. Nicht so einer wie du. Du bist ehrenvoll. Das habe ich sofort gesehen. Ja, genau. Ja, spar dir das. Erzähl weiter. Maurigato hat Garcia ins Haus des Hohen Rates gebracht. Und er hat sogar im Hotel gewohnt. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann zusehen, wo ich die Nächte verbringe, aber ihm spendieren sie ein weiches Bett. Er ist ein bisschen angepisst von der gesamten Situation, glaube ich. Vielleicht können wir irgendwas für ihn tun. Nee, doch nicht. Kapitänssäbel, na guck mal, einer hübsch. So ein schönes Dingelchen. Das ist natürlich auch schön. 35 bis 80. Na. Aber ich bräuchte mehr Gold. Was kann man da alles so verkaufen? Gucken wir doch direkt mal bei Plunder nach. Silberpokal, Kerzenleuchter, Affenstatue, Goldzepter, kann alles weg. Saphir brauchen wir auch nicht. Diamant, raus damit. Schwarze Perle und tschüss, Perle auch weg. Doch was? Die ganzen Leuchtkugeln und so weiter, was machen wir damit? Ich glaube, das behalten wir alles nochmal ein kleines Stück. Ich weiß ja nicht, ob wir da vielleicht irgendwie uns Rüstungen schneidern können oder sowas. Die Chance besteht zumindest, ja. Das wird kein gutes Ende. Was wir aber mal machen können, wir können mal die ganzen Muscheln öffnen, davon haben wir ja schon wieder ein paar Stück. Und? Hier gibt's nichts zu holen. Eine verfickte Perle? Ah ne, doch vier. Okay, ich habe gar nichts gesagt. Mein Mann sieht das ganz anders. Ja, deswegen bin ich absolut sicher. Das sagt mein Mann auch immer. Also auf mich darf's etwas... Das wird kein gutes Ende. Wen könnte ich denn jetzt rekrutieren? Das wollen wir auch machen. Also ich will damit nichts zu tun haben. Hallöchen, wer sind wir denn? Wie kann ich behilflich sein? Ich hörte, Garcia war in der Stadt. Ja. Er hat ein Zimmer bei uns gemietet. Ach, ihr seid das Hotel? Doch dann ist der plötzlich abgereist. Er hat nicht mal seinen Zimmerschlüssel abgegeben. Könnt ihr euch das vorstellen? So. Wer wohnt im Hotel? Ich habe den Schneidermeister Pantaleo aufgenommen. Er versucht hier seiner Arbeit nachzugehen. Außerdem ist noch die Silva zu Gast. Ein vielbeschäftigter Mann. Vielleicht stört ihr ihn besser nicht. Das lässt sich ein. Allerdings vermiete ich nur noch dauerhaft. Okay. Ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Das sagt ihr jetzt. Andererseits, Garcia ist auch nicht lang geblieben. Halt, stopp, ich will das Zimmer von Garcia haben. Ich will das Zimmer von Garcia. Warum? Es gibt noch ein freies Zimmer.
Solange das nicht vermietet ist, werde ich sein Zimmer nicht freigeben. Immerhin hat er dafür bezahlt. Dann müssen wir wohl mal ein bisschen nachhelfen. Ich hoffe. Ah, du bist das Schneiderlein? Das sieht ja schlimm aus. Ich sehe schon. Da müssen wir einiges richten. What? Und du bist, Willkommen. Ich bin Pantaleo, der Schneider von Caldea. Wirklich? Oh, eine Perücke geklaut. Und was kannst du mir anbieten? Was kannst du mir anbieten? Komm, du hast doch bestimmt Such irgendwas. Etwas Ausgefallenes? Bausch, Saum oder Spitz? Leder. Ah, sagt nichts. Ihr bevorzugt eher den robusten Stil, richtig? Genau. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr etwas seht, das euch gefällt, greift ruhig zu. Gucken wir mal. Na, gegen Stahlbartshut könntest du die Teile echt nicht aufnehmen. Und Zweispitz ist natürlich auch schon irgendwo cool. Schwarzer Mantel. Ah, das ist doch mal was. Davon könnten wir schon mal eine hohe neue Hose, können wir auch mal gebrauchen. Schwarze Hose, na guck mal einer an. Nach sowas habe ich doch gesucht. Ja, ich glaube, wir könnten glücklich werden. Schwarze Hose nehmen wir mit und schwarzer Mantel nehmen wir erstmal mit. Können wir uns noch was leisten? Gute Lederstiefel. Ja. Ziehen wir erstmal das an, was wir gerade bekommen haben. Bin schon mal gespannt, wie wir uns gleich aussehenstechnisch verändern. Ah, schon schöner. Na also, geht doch. So hat ein Pirat auszusehen. Ja, ja, ja. Ansonsten scheint hier nichts weiter zu sein. Wo ist denn unsere gute Rezeptionsfrau? Die ist vielleicht schlafen krank. Na, dann werfen wir doch mal einen Blick nach oben, würde ich sagen. Ah, das ist also die Silver, ja? Den sollten wir vielleicht mal einen kleinen Besuch abstatten. Steck ja nichts ein! Wow, was ist denn hier für eine Freakshow? Was machst du da? Ich, also, was genau meinst du? Dein ganzes Voodoo-Altar-Zeugs? Woher hast du diesen Altar? Er stammt von der Schwertküste. Dort gibt es einige Höhlen, in denen die Eingeborenen solche Altäre errichtet haben. Ich habe ihn hierher mitgebracht, um die Magie der Wilden zu erforschen. Normalerweise hätten sich die Magier darum gekümmert, aber nachdem der Hohe Rat sie aus Caldera verbannt hat, kümmern wir Gelehrten uns um die Sache. Ja. Was hast du herausgefunden? Ich weiß, dass es einen Zauber gibt, mit dem die Eingeborenen Gedanken kontrollieren können. Wahrscheinlich wenden die Titanenlords denselben Zauber an, um ihre Schergen zu kontrollieren. Okay. Wenn es mir gelingt, den Zauber zu verstehen, kann ich vielleicht eine Methode finden, ihn zu unterbinden. Freund, du könntest mir doch noch nützlich sein. Was brauchst du für deine Forschung? Ich bin immer an Zutaten für meine Experimente interessiert. Okay. Für eine entsprechende Summe Gold wäre ich auch bereit. Was brauchst du? Ja. Warum? Die Eingeborenen beten die Titanen als Götter an. Sind sie auch fast. Es ist möglich, dass ich in ihr. Ja, ja. Von Voodoo habe ich keinen blassen Schimmer. Kein Wunder. Ich habe größte Schwierigkeiten. Nach unzähligen Experimenten ist es. Na, anscheinend wird er doch nicht so. Was willst denn du hier machen, Pantaleo? Schleichst du mir etwa nach? Schleichst du mir nach? Schleichst du mir nach? Schleichst du mir nach? Hä? So. Das war ja nun nicht gerade die feine Englische. Einfach so hinter mir herschleichen. Vielleicht kommt jetzt auch gleich wieder runtergelatscht. Oh. Bitte tu mir nichts. Ich hab nicht vor, dir was zu tun. Was wollt ihr beiden denn von mir? Wollt ihr mich verscheißern?
Er weckt mich. Ach so, das bist du. Ja. Was willst du eigentlich hier? Was ist los mit euch? Ja, lasst mich doch raus. Oh, das ist doch nicht wahr, oder? Boah, ihr seid ganz schöne Gruselgestalten. Oh, lasst mich weg. Was Scheiße. Das wird kein gutes Ende nehmen. Freaks. Man sieht das ganz anders. Also ich will damit nichts... Verzeiht mir, ich kam nicht umhin mitzukriegen, dass ihr euch nach Garcia erkundigt habt. Und wer bist du? Das ist selbstverständlich unwichtig. Viel wichtiger ist, wer mein Herr ist. Was? Wer ist dein Herr? Der Händler Azu. Er würde euch gerne zu einem Gespräch in sein Haus bitten. Ist das eine Falle? Selbstverständlich nicht. Nein. Wenn das eine Falle ist, stirbst du zuerst. Ich versichere euch, mein Herr hegt keinerlei Absichten dieser Art. Nein, weil ihr auch alle so ehrenvoll seid. Na dann hopp. Sehr wohl. Folgt mir bitte. Komm schon, du geschniggeltes Hündchen. Ja, du bist mir ein bisschen zu langsam. Wenn der Hohe Rat Frieden schließt, ist dieser Albtraum endlich vorbei. Ich kann einfach so rein. Das war ja einfach. Entschuldigt mich bitte. Hi, Elissa. Hast du irgendwas zu nagen für mich? Komm. Verdammt, so. Ah. So, so, so. So und so. Was haben wir jetzt Schönes hier drin? Na? Doch etwas mit ein bisschen Wert. Mein Herr erwartet euch oben. Die Treppe hinauf auf der linken Seite. Wow, ich bin dem Diener gefolgt. Manche Quests sind echt der Hammer in diesem Spiel. Ich meine, ich hätte es ja fast nicht geschafft, aber... Ja, man ist halt eben ganz schön erfahrener, harter Hund. Das ist... Mach schon! Kerl, klaut hier einfach! Ups! Scheiße. Gut so. Das tat bestimmt. Du bist Azuro? Du hast hier nichts zu suchen. Ihr seid da. Schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Du willst mit mir reden? Wie ich hörte, interessiert ihr euch für Garcia. Das ist ja irgendwie ganz gut gelaufen, oder? Und wenn es so wäre? Nun, dann ist euch bestimmt bekannt, dass Maurigato ihm Zugang zum Hohen Rat verschafft hat. Und dass Garcia dort ein Friedensangebot unterbreitet hat. Was hast du damit zu schaffen? Garcia ist eure Angelegenheit. Mich interessiert nur Maurigato. Okay, was hast du vor? Das hat sich gelohnt. Ja. Kommen wir zur Sache. Warum bin ich hier? Sprich, kleiner Mann. Ich möchte euch ein geschäftliches Angebot unterbreiten. Ich höre. Ich kann euch behilflich sein, im Hohen Rat vorgelassen zu werden. Ah ja. Was zweifelsohne nötig sein wird, wenn ihr mehr über Garcia in Erfahrung bringt. Und dafür soll ich was tun? Im Gegenzug werdet ihr etwas für mich im Hohen Rat erledigen. Was denn? Was genau soll ich erledigen? Maurigato ist nicht der Ehrenmann, für den er sich ausgibt. Seine Geschäftsmethoden sind fragwürdig und undurchsichtig. Doch er sitzt im Hohen Rat. Ohne einen Beweis für seine Machenschaften kann ich nicht gegen ihn vorgehen. Ach, und du kleine Schmalzlocke kannst kein Wässerchen trüben, ja? Einverstanden. Wie komme ich in den Hohen Rat? Es freut mich, dass ihr meinem Wunsch entspricht. Da ihr nicht selbst ein Mitglied des Hohen Rates seid, werdet ihr als Gesandter dort auftreten. Als okay. Bote von Maurigato wird man euch Einlass gewähren. Ich sehe nicht aus wie ein Bote. Die Wache hat Order, jeden einzulassen, der ein besiegeltes Schreiben vorweisen kann. Und ja, angemessene Kleidung wird vorteilhaft sein. Angemessene Kleidung? Angemessene Kleidung? Sucht den Schneider Pantaleo auf und verlangt nach einem entsprechenden Rock. Er wird euch etwas anfertigen. Oh Mann. Woher kriege ich ein besiegeltes Schreiben? Das ist der schwierigere Teil. Hierbei werden wir zusammenarbeiten.
Natürlich. Ich setze euch ein entsprechendes Schreiben auf und ihr besorgt das Siegel von Maurigato. Ich soll es ihm klauen. Nun, wie ihr euch das Siegel beschafft, geht mich nichts an. Wobei es unabdingbar sein wird, die Grenzen der Legalität zu überschreiten. Aber als Pirat, der ihr seid, seid ihr das ja gewohnt. Naja, bist schon so eine... Wo hat er sein Siegel? Er bewahrt es in seinem Haus auf. Detailliertere Informationen sind mir nicht geläufig. Im Haus also? Sobald es in eurem Besitz ist, sucht mich auf. Dann besiegle ich das Schreiben und ihr steht schon mit einem Fuß im Hohen Rat. Also ich weiß nicht, Azuro ist irgendwie nicht so ganz meine Kragenweite. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Ja, ja, schon klar. Also versuch gar nicht erst zu klauen. Nein, ich doch nicht. Jetzt nicht. Ja, entferne dich. Besser, du fasst hier nichts an. Ja, ja, schon klar. Zum Glück gibt's ja die edle Bürgerwehr. Das ist gruselig, wenn die einem so nachlaufen. Ja gut, ich hab's ja auch irgendwo verdient. Wenn der Hohe Rat Frieden schließt, ist dieser Albtraum endlich vorbei. Dann würde ich sagen, hast du mal nach so von wegen geschaut? Das Siegel zum Hohen Rat und so weiter und Maurigato. Hoffen wir das Beste. Das gucken wir uns alles im nächsten Teil an. Ja, und da wird es natürlich auch noch einiges in dieser Stadt mitgehen. Leute, macht's gut, bis dann, ne? Ciao.